Auch die dritte Explorer Note wurde nun bekannt gegeben. Wo befindet sich die? Und zwar bei 92 und 59,9. Und zwar direkt hier unten an dieser kleinen, ja, ich sag mal, Insel. Neben dem Teich sozusagen. Die Tasche sieht wieder gleich aus. Hier nochmal kurz die Umgebung. Welche Skins sind jetzt nun dazugekommen? Naja, zum einen haben wir jetzt hier John Ark. So sieht er gut aus. Auch nochmal hier, ja, ein cooler Schatten an sich. Moment. Gott, ich reg das so sehr auf in den Schatten. Ich kann es nur immer wieder als sagen. Es ist scheißegal, wie man sich dreht. Nirgendwo, ja? Ah, so sieht man was. Na komm, so können wir es lassen. So sieht er gut aus. Dann haben wir als nächstes einen kleinen süßen Otter-Skin. Guck ihn jetzt mal nicht an, damit nicht jedes Mal dieses Fenster auftaucht. Nehmen wir uns ja mal auf die Schulter setzen. Ist schon cool. Also ich feiere das. Auch mit dem Otter-Skin. Ich finde es halt schön, dass jetzt endlich Dino-Skins bekommen, die halt vorher nie was bekommen haben. Das hat schon was. Als nächstes haben wir hier noch den Pteranodon. Ich glaube, den zeige ich einfach mal im Fliegen. Das sieht bestimmt ein bisschen besser aus. Und auch das finde ich eigentlich mega cool, weil Pteranodons haben eben auch nie Skins bekommen. Und jetzt erhält er einen. Ja, ihr seht halt, der Schatten, der fickt halt alles, ne? Das ist so schlimm. Und dann haben wir hier noch den Sabertooth. So. Und der sieht halt schon cool aus, ne? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Skin ihr bisher am coolsten findet. Also ich feiere eigentlich am meisten aktuell Pteranodon, einfach weil er nie einen bekommen hat. Das hier sind sozusagen die neuen Skins. Die nächsten Skins kommen dann am Dienstag und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.